Arafat will Enthüllungsbuch über Bushido veröffentlichen. Anfang Februar wurde Arafat Abu-Chaka zu einer Geldstrafe von 81.000 Euro im Prozess gegen Anis Fercici, besser bekannt als Deutschrapper Bushido, verurteilt. In diesem Prozess liefern sich die beiden einen erbitterten Rechtsstreit. Während 114 Verhandlungstagen musste sich Arafat wegen Freiheitsberaubung, versuchter räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung vor Gericht verteidigen. Davon konnte nichts bewiesen werden. Verurteilt wurde er aber trotzdem wegen 13 Fällen von unerlaubten Tonbandaufnahmen. Viel mitgekriegt hat man aber nicht, da der Prozess hinter verschlossenen Türen stattfand. Das soll sich nun ändern. Auf Instagram verkündete Abu-Chaka, ein Buch veröffentlichen zu wollen. Titel: Arafat Abu-Chaka, Klartext. Die wunderbare Vergangenheit des Herrn Bushido. In diesem wird er sein Schweigen brechen, nachdem er während des mehrjährigen Prozesses keinerlei Aussagen machte. Im Buch soll die Trennung von Bushido und der Vorwurf der Kindesentführung behandelt werden. Auch wirft Abu-Chaka Bushido Versicherungsbetrüge vor. Er verspricht eine detaillierte Aufarbeitung von vielen mysteriösen Vorfällen beim Ehepaar Fercici, die zu Schadensmeldungen bei ihrer Versicherung führten. Bisher nahm Bushido noch keine Stellung zu den Anschuldigungen. Das Buch kann man auf Arafats Webseite für 42,80 Euro kaufen. Wer hat in diesem Streit recht? Bushido oder Arafat? Schreib es in die Kommentare.